Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach der neuen Empfehlung der STIKO hat gerade die GMK getagt. Die Kombination von AstraZeneca und BioNTech schützt mindestens so gut wie BioNTech als Kombination schützt, in manchen Fällen sogar noch besser. Das heißt also, wir haben in der Kombination AstraZeneca und ein mRNA-Impfstoff, BioNTech, Moderna, eine zusätzliche Kombination, ein zusätzliches Impfschema, das einen sehr, sehr hohen Impfschutz mit sich bringt. Ich will es noch einmal sagen, weil wir bei der Delta-Variante sehen, doppelt geimpft schützt vor Delta, aber eben auch nur doppelt geimpft schützt gut vor Delta, außer bei Johnson & Johnson, da reicht weiterhin eine Dosis. Es gibt zwei positive Botschaften dabei. Zum einen haben wir genug mRNA-Impfstoff, um diese Empfehlung auch umsetzen zu können. Es wird nicht überall in jedem Impfzentrum gleich heute schon im Laufe des Tages oder auch morgen schon gehen. Aber es wird doch jetzt sehr zügig gehen können, diese Empfehlung auch umzusetzen. Wir werden ausreichend Impfstoff haben, auch mRNA-Impfstoff haben, um für alle Empfehlungen gewappnet zu sein. Und relativ zügig dann Richtung Herbst und Winter auch allen, für die es empfohlen ist, eine Auffrischimpfung anbieten zu können. Das war es auch schon. Tja, dann ist Ostern gerettet. Ja. Heute 130 und an den folgenden Tagen. Nein, nein. Ist okay, ich mache das.